Bei uns im Studio heute einer der bekanntesten und erfolgreichsten Techno-DJs der Welt, Westbam. Wie Techno die Welt eroberte, jetzt bei Planet Wissen. Er ist einer der Pioniere des Techno, DJ Westbam. Seit 1983 legt Westbam auf. Er hat die Musik einer ganzen Generation geprägt und Hymnen für ein Millionenpublikum kreiert. Die Love Parade ohne Westbam undenkbar. Westbam experimentiert mit elektronischer Musik und variiert sie ständig neu. Seit über 30 Jahren erfolgreich im Geschäft. Techno-DJ Westbam. Dieses Geschäft weiterentwickelt hat, das werden wir heute von ihm persönlich erfahren. Herzlich willkommen, DJ Westbam alias Maximilian Lenz. Hallo. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Darf meine Moderationskarten erstmals auf einem Mischpult ablegen? Ja, unbedingt. Habe ich auch noch nie gemacht. Sie waren in den 80ern einer der Ersten, die Musik gemixt haben. Wie sind Sie drauf gekommen? Also es ging mit einem Zufall los. Da liefen zwei Platten wirklich zufällig gleichzeitig. Das waren schon elektronische Tanz- und Synthie-Pop-Nummern. Und dann dachte ich, meine Güte, das möchte ich, dass das jetzt immer so ist. Dann bin ich nachmittags in die Disse gefahren, habe das so rausgefunden, habe dann so diese Regler fürs Tempo entdeckt und so. Und dann habe ich das gemacht. Und dann fühlten sich aber am Anfang auch die Leute noch veräppelt. So. Also das war nicht gleich, dass alle gesagt haben, na endlich, macht das mal jemand. Sondern dass Leute gesagt haben, was? Ich tanze immer noch und es ist jetzt gar nicht mehr mein Lieblingslied, weil in den 80ern hat man ja nur auf sein Lieblingslied getanzt. Und dann hörte das Lied irgendwann genau, auf. Genau, dann hörte das auf. Ja, aber ja. Und so, aber bei mir lief es so weiter und da dachten die Leute, Moment, ich werde hier verschaukelt. So, aber eben sozusagen mittlerweile finde ich das auch toll, dass das jetzt so flächendeckend. Es ist, Sie sind rasend erfolgreich damit geworden. Bezeichnen Sie sich als Musiker? DJ-Musiker. Das also, ich habe in den späten 80ern da so einen Text drüber geschrieben, dass das für mich so der Musiker eines neuen Typs ist, der nämlich gelernt hat, aus Soundquellen was zusammenzusetzen. Ja, und zusammensetzen, da sagen die Leute, naja, aber zusammensetzen ist ja keine Musik. Das Wort Komposition heißt zusammensetzen. Ja. Ja. Das heißt, ich compose etwas und setze etwas zusammen aus, am Anfang aus Platten. Ja. Und dann kam diese ganze Sampling-Technologie und da welche ging Rolle das eigentlich spielt das weiter. Publikum? Gutes DJing, also tolles DJing, ist meiner Meinung nach immer ein Gespräch mit dem Publikum. Im schlechtesten Fall ist es einfach nur ein Vortrag. Ja? Also der DJ spielt irgendwas und sagt, das ist es, das ist es, das ist es. Im besten Moment ist für mich eigentlich sozusagen ein Zusammenspiel, wo es auch wie beim Tanzen, man nicht mehr weiß, wer führt, wer folgt sozusagen, dass es ein Ganzes wird. Das ist eigentlich die hohe Kunst, das DJing. Sie tanzen ja auch fast schon. Ja, natürlich. Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren mischen Sie mit in, in der elektronischen Tanzmusik. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das alles angefangen hat. Alte Bilder. Maximilian Lenz wächst in Münster auf. Er wird anti-autoritär erzogen und Kunst spielt von Anfang an eine große Rolle. Seine Eltern lernen sich an der Kunstakademie Düsseldorf kennen. Sie erziehen den kleinen Max und seine drei Geschwister zu freien Geistern. Zu Hause bei Familie Lenz war immer viel los. Viele kunstinteressierte Gäste hatten sie besucht, erinnert sich Westbam. Und brav sein, das habe er in seinen ersten Lebensjahren nicht wirklich geübt. Dafür aber kreativ zu sein. Damals hat er gelernt, dass Regeln zur Diskussion stehen und dass man die Realität auch verändern kann. Sehr, sehr süß. Wer hat die Bilder gemacht? Na, das weiß ich nicht. Damals waren wir ja in so einem gesellschaftlichen Experiment, ne? So anti-autoritär, alle sind frei, alle, es gibt keine Regeln mehr. Und die, also das hat mich wahrscheinlich geprägt, dass ich also dann für mich das einfacher war,
jetzt im Schallplattenspieler auch ein Instrument zu sehen. So zu Zeiten, wo alle noch gedacht haben, naja, wie kann man denn neue Musik machen? Das muss irgendwie so weitergehen mit Rock'n'Roll oder so. Da dachte ich, ja, warum? Das kann doch vielleicht mit dem Plattenspieler weitergehen. Es klingt fast logisch. Anti-autoritär erzogen wird Techno-DJ. Inwieweit ist es logisch? Wie viel hat Ihre Erziehung mit Ihrem Job heute zu tun? Naja, andererseits muss ich sagen, also Techno ist teilweise auch eine sehr ordentliche Musik. Und das habe ich jetzt von der anti-autoritären Erziehung nicht so richtig mitgekriegt. Aber andererseits, also ich denke, das hat dann auch wieder in diese ganze Ordnung immer ein belebendes Element reingebracht. Ja? Also wenn ich zwei Platten mixe, hört sich das immer anders an bei mir. Ich merke mir das auch nicht. Wo bist du da reingegangen? Wie hast du das gemacht? Hatten Sie die berühmte glückliche Kindheit? Die Bilder sahen so aus. Ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn man dann so erzogen wird und da kommt man in die Schule, ja, dann muss man sagen, ist das ein Kulturschock? Weil da plötzlich hieß es so, jetzt setz dich mal gerade hin oder jetzt sagen wir alle guten Tag, Herr Lehrer oder so. Und da war ich nicht gebrieft worden. Ne? Meine Kinder müssen mich siezen. Nee, das ist jetzt übertrieben. Ja. Aber eben, also ich bin da natürlich in dieser Schule. Ja, dass man eben genau diesen Mittelweg, also das, was mir aufgefallen ist, was mich damals dann so schockiert hat, das wollte ich natürlich nicht, dass meine Kinder in diese Falle laufen. Also versucht man die so ein bisschen da drauf vorzubereiten. Ganz so extrem. Sie haben ja in Ihrem Buch Die Macht der Nacht geschrieben, dass Ihre erste musikalische Liebe die Marschmusik war. Ja. Marschmusik was my first love. Wie kam es denn dazu? Ja, das kommt jetzt wiederum. Mein Vater kam aus der Eifel und war großer Karnevalist. Auch Münster ist sozusagen eine Hochburg des westfälischen Karnevals. Ja. Und was läuft da für eine Musik? Rum-tata, rum-tata. Ja, und das fand ich einfach toll natürlich, weil das war natürlich ein geiler Act, da flogen die Bonbons durch die Luft und man hört dazu Marschmusik. Das verbindet sich im Kopf, der Pavlovsche Hund. So, alles toll, Marschmusik läuft, hat ja auch so einen Drive. Ne? Ja. Und da ist die Bassdrum auch schon da und so. War da die Brücke zum Techno schon gelegt? Naja, ja, man kann sagen, auch klar, da war schon alles da. Das war auch schon ein bisschen Love Ray, ne? Uft und alles marschiert durch die Gegend und genau. Aber es ist natürlich andererseits schon noch ganz schön was anderes. Ja? Aber ja, ich glaube, Tanzmusik war wahrscheinlich bei den Neandertalern auch schon ein bisschen was Ähnliches. Bei der Marschmusik macht man das mit der Bassdrum, bei Techno macht man das mit einer 909 Beatbox und bei den Neandertalern wurde auf den hohlen Baum gehauen. Aber es geht immer um den Bassimpuls, der auf die Herzfrequenz wahrscheinlich einwirkt und da schwingt man mit. Und den Rhythmus, man braucht halt. Und da hat man den Rhythmus, wo man mit muss. Bevor Sie uns von Ihren Techno-Anfängen erzählen, die ja dann auch viel mit Berlin zu tun hatten, erstmal eine Definition. Was ist das eigentlich genau, Techno? Techno ist ein Sammelbegriff für elektronische Tanzmusik. Doch Techno bezeichnet auch einen ganz bestimmten Stil. Kennzeichnend dafür der einfache Rhythmus im Viervierteltakt, die durchgängige Basstrommel und in der Regel ein Tempo von 120 bis 150 Schlägen pro Minute. Außerdem gibt's häufig keinen Text. Der Techno hat viele Wurzeln. Einen einzigen Erfinder gibt es nicht, dafür aber viele verschiedene Meinungen zu den angeblichen Schöpfern des Techno. Großen Einfluss jedenfalls, das ist heute eigentlich unbestritten, hatte die Düsseldorfer Band Kraftwerk. Die Musiker setzen den Synthesizer erstmals als eigenständiges Popinstrument ein. Das ist Mitte der 70er Jahre revolutionär und wegweisend. Aber auch viele andere Musiker, wie zum Beispiel der Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa, beeinflussen die neue Stilrichtung Techno. Mitte der 80er Jahre entwickeln DJs den sogenannten Detroit Techno Sound. Er vermischt den US-amerikanischen House mit der elektronischen Musik aus Europa. Für viele gilt dieser Stil als direkter Vorläufer der Techno-Musik der 90er Jahre. Manchmal wird Techno auch mit Hausmusik verwechselt, da beide Stile auf ähnlichen Grundelementen basieren. Als Faustregel gilt jedoch, Techno klingt in der Regel maschineller
und ist außerdem schneller als Hausmusik. Mit der Definition einverstanden? Ja, es ist tatsächlich schwierig. Es gibt da tausend Definitionen. Also man muss klar sagen, Techno ist ja eigentlich kurz für Techno House. Und es ist wirklich aus Hausmusik auch entstanden. Ja. Aber dann gibt es auch noch Acid. Ja. Was ist denn das? Acid ist um eine ähnliche Zeit wie dieser Detroit Techno, nämlich so um die 87, 88 ist es in Chicago entstanden, auch wieder aus House. Das war Acid House und Techno House. House ist die Wiege, das muss man so sagen. Okay. Genau. Und diese berühmten Beats, es geht ja einfach um die Schnelligkeit. Ja, genau. Können wir das mal hören? So der klassische Techno-Sound? Also jetzt habe ich hier so, die Laser mal ausmachen. Das ist jetzt mal ein ganz neutraler Beat. Ja. Das sind jetzt 123,5 Beats. Mhm. Das wäre jetzt ein klassisches House-Tempo. Wenn wir jetzt sagen, Techno ist ein bisschen schneller, aber viel schneller als so war das auch nicht. Das sind jetzt 129 Beats. Und wie schnell kannst du denn überhaupt werden? In den Rave-Zeiten, da ging das dann erstmal so auf über 130. Jetzt sind wir bei 140. Was kann die Maschine? Das können wir doch gleich wissen, oder? Die kommt richtig hoch. So, jetzt sind wir hier in der Rave-Zahl. Da so 150 BPM. Und sozusagen zu den Exzess-Zeiten, da ging das so. Da konnte man auch schon mal auf 200 BPM tanzen. Da war dann die Erregung. Da kann man doch gar nicht mehr richtig tanzen. Das ist dann. Nee. Aber das ist, glaube ich, in so Zeiten, wo es dann eine Jugendbewegung wird, muss Musik immer verrückt schnell werden. Ja. Das kenne ich schon in der Punkzeit. Da ging es auch darum, wer kann am schnellsten tanzen, wer kann am verrücktesten dazu Pogo tanzen. Und das war bei Rave dann genauso. Ne? Weil Jugendmusik handelt eigentlich immer davon, dass man es möglichst ungemütlich haben will und möglichst so unbequem. Krass. Man muss zu zehnt in einem Auto fahren und dann muss man sich einsperren in eine unbequem Box irgendwie und da muss die Musik so laut und so krachig sein und so schnell und so, aber dann ist es toll. Ich will nochmal auf dieses Gerät zu sprechen. Ja. Wie nennt sich das überhaupt? Mischpult? Das in der Mitte ist das Mischpult. Aha. Links und rechts, da standen mal die Schallplattenspieler. Ja. So sieht ging immer das noch alles so los. Aus. Naja, ist also genau. Also die Teller, man hat es mittlerweile so nachempfunden. Ne? Gerade um solche Oldschooler wie mich an den CD-Spieler ganz modern heranzuführen. Wo ist der CD-Spieler? Das ist der CD-Spieler. Also zwei CD-Spieler. Ne? Aber jetzt muss man dazu sagen, also CDs ist mittlerweile für DJing auch schon wieder das wirklich oldschool. Das heißt, sie haben einen USB-Port irgendwo. Genau, der USB-Stick kommt hier rein. Und dann, also mit anderen Worten, der DJ von heute, der DJ früher, der trug, also der war schon an seinem Rücken erkennbar, weil der immer so einen Zentner Platten dabei hatte, links und rechts. Und mittlerweile reist er durch die Welt. Und dann? So, und dann, der braucht nur einen Stick, da hat er beide Dinge und dann hat er da eine Liste, dann hat er vielleicht noch eine Mix-Automation und dann läuft alles. Also ich, wie gesagt, bei mir ist es nur CD, aber es läuft auch selber hinaus. Und weil ich so ein Oldschooler bin, also hier merkt man hier, das ist zum Beispiel der Startpunkt. Ja. Und dann kann es gleich losgehen. Ja? Und dann kann man jetzt praktisch die zwei CDs oder die Musikquellen auf zwei. Wenn es dann auf einem Stick ist, legt man hier eine Musik drauf und hier eine? Der Stick regelt, die CD-Spieler sind miteinander verbunden. Ja. Und steuert beide an. Okay, und dann kann man die wieder mischen. Genau. Und stoppen und so, wie man es früher gemacht hat. Genau. Also das Schöne ist, die haben tatsächlich für Vertreter der alten Schule hier eine Taste, auf der steht Vinyl. Und dann kann ich eben auch wieder die Platte zurückziehen, so wie ich das auch gewöhnt bin, und mir so meinen Startpunkt suchen und von da dann los starten. Ne? Ein Träumchen. Sehr schön. Also wir hören Sie am Ende der Sendung nochmal live. Für alle Fans von Westbam, er wird natürlich nochmal hier auftreten und richtig alleine ohne mein Gequassel was spielen. Sagt man eigentlich spielen? Auflegen? Mixen? Auflegen, spielen. Er wird spielen. Doch mal also Musik. Er spielt was. Und wir werden auch gleich noch mit einem Musikwissenschaftler über diesen Techno-Boom sprechen. Das war ja die Zeit in den 80ern, als noch überwiegend Vinyl aufgelegt wird, was hier nur noch so aufleuchtet. Die Dance-Musik erobert erst die Tanzflächen und bald auch die Charts in Europa und den USA. Mit pumpenden, straighten Beats und präsenten Vocals.
Mit 19 besteigt Westbam noch als Westfalia Bambata die DJ-Kanzel des Metropol und erkennt das Potenzial der repetitiven Rhythmusspuren. These things inside my soul, they make me lose control. It goes on and on. Hip-Hop wird in Europa zwar gehört, die Kulturtechnik des Mixens ist aber noch völliges Neuland. Zu dem Zeitpunkt gab es eben nur Lieder. Und da gab es am Anfang eine kurze Stelle, wo der Beat lief. Und was ich gemacht habe, ist quasi diese Stelle zu verlängern. Da bin ich am ehesten Pionier, dass ich relativ früh, 83, 84, gesehen habe und auch schon damals darüber veröffentlicht habe, dass das eine emanzipierte eigene Musikform ist. Das, was jetzt hier passiert mit den Platten, dem Mixen, also dieses Loopen von Beats, das sind Methoden, die gibt es in der Kunst als Collage. Und jetzt wird das hier eine musikalische Idee. Aber ich hatte das Gefühl, keiner versteht das, keiner weiß es zu schätzen. Und da war ich sehr frustriert als 19-Jähriger. Und dann habe ich das für mich mehr oder weniger aufgeschrieben, das Thema, was ist Record Art? In diesem wegweisenden Text beschreibt Westbam die Grundlagen. Mixen, Cutten, Scratchen und erklärt den DJ zur neuen Künstlerfigur. Und ich habe ja den Skill, ich habe ja mehr Skill als die deutschen Dilettanten. Die erste eigene Aufnahme folgt. Als Cowboy Temple veröffentlicht Westbam 1985 17. Aus dieser Idee ergab sich ja dann irgendwo auch eine neue Musikidee. Also dass es eben auch nur Instrumental ist. Das ist auf einer Basslinie basiert. Bum, 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 bum. Auch eine Harmonie nur. Quasi DJ-Musik. Ja, hatte die Haare schön, ne? Ja. Super. Wunderbar. 82, glaube ich, hatten Sie so ein Schulprojekt an Ihrer Schule damals in Münster, elektronische Musik. Genau. Das war, glaube ich, so das erste offiziell Verbriefte. Ja. Aber ich habe gelesen, da gab es irgendein Erlebnis in einem Club Metropol in Berlin, genau. Der wirklich... Genau, das hat mich total schockiert. Ja, da im Metropol, das war einer der wenigen Läden, wo wirklich schon die ganze Nacht auf diesem schnellen Bum-Bum-Bum-Beat getanzt wurde. Ja. Wo, und zwar war das ein großer Schwulenladen. Und die hatten schon eine große Kultur dafür. Und ich stand da so als 17-jähriger Teenie und dachte, wow, was geht denn jetzt hier ab? Also sozusagen, weil das für mich dann, also und das war eigentlich einer der ersten Momente, wo ich dachte, wow, nee, das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Welt und eine ganz andere Energieform. So, und woher kommt der Name, DJ Westbam? Naja, ich bin ja dann eben nach Berlin gezogen. Ich war ein großer Berlin-Fan, aber mich hat das mit den Berlinern auch immer genervt. Die haben sich ja immer so über die Westdeutschen lustig gemacht und waren immer so, ja, die Wessis. So. Ossis gab es damals noch nicht in West-Berlin. So. Es ging immer gegen die Wessis, waren das Schlimme. Ja. Und dann dachte ich, aus Trotz habe ich dann gesagt, jetzt, Leute, kommt Westfalia Bambata. Das war natürlich... irgendwie so ein Scherz, der dann an mir kleben geblieben ist. In Anlehnung an diesen West New Yorker Band. DJ. Genau, Africa Bambata. Bambata. Genau. Ne? Genau. Westfalia Bambata, was dann aber schnell Westbam wahrscheinlich genau. Wurde. Ne? Genau. Was ja heute so ein bisschen komisch klingt, also heute heißen DJs wieder Oliver Kolecki oder so. Ja? Aber ich komme eben aus der Zeit, wo das auch erstmal wichtig war, dass man Künstlernamen hatte, weil ja keiner das, den DJ als Künstler gesehen hat. So, ich finde, Westbam klingt doch also, cool. Ich finde schon, es klingt also, ein bisschen komisch. Es klingt ja gut, ich meine, es waren die 80er. Wie würden Sie denn diese 80er beschreiben, so im Nachhinein? Was war das für eine Zeit für Sie? Die 80er waren eine total interessante Zeit, weil die wirklich diese Grenze zwischen dem Rock'n'Roll-Zeitalter und diesem aufstrebenden DJ-Zeitalter waren. Wo das und wo also gerade nach New Wave fragen sich die Leute, was soll denn jetzt noch kommen? Das ist das Ende der Geschichte. New Wave. Danach geht es nicht mehr weiter. Mhm. So, und das Letzte, was man erwartet hätte damals, wäre, dass DJs kommen und dass nur die Typen, die immer nur anderer Leute Musik auflegen, dass von denen sozusagen die nächste große musikalische Revolution kam. Und das passierte einfach sozusagen in den Jahren 82, 83, 84, 85. Sie haben dann auch ziemlich bald ein Label gegründet, Low Spirit. 87, genau. Also 85 haben wir unsere erste Platte gemacht. Also es war einerseits die Inspiration und die Begeisterung, aber auch schon Geschäftssinn, oder? Naja, also ich meine, alle diese Sachen, ja, das ist ja immer so diese Diskussion Underground, Overground.
alle diese Musikformen sind Kinder des Kapitalismus. Ja? Also die kommen auch daher, dass jemand auch denkt, Mensch, das ist doch was Tolles, da kann ich einen Beruf draus machen, damit kann ich Geld verdienen, klar. Ne? Und da, I can make a living with it, wie der Engländer sagt. Ne? Das ist also, das habe ich schon gesehen. Wobei, man muss da auch wieder sagen, also ich weiß, dass 85 hat mein damaliger Manager, der William Röttke, zu mir gesagt, oh, warte mal, eines Tages geben wir noch 1000 Mark am Abend. Und ich so, 1000 Mark für einen DJ, nie und nimmer. Ja? Wenn man sich das anschaut, ist heute DJ 300.000 kriegt am Abend. Hat geklappt. Er hat recht gehabt. Respekt. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Und auch auf den Tanzflächen vereinen sich die jungen Menschen aus Ost und West. Aber nicht zu irgendeiner Musik und nicht in bereits existierenden Clubs. Oft waren das irgendwo ausgediente Industriegebäude. Entlang des ehemaligen Todesstreifens werden leerstehende Fabriken und Industrieanlagen erkundet. Und ein Umspannwerk direkt am Potsdamer Platz. Auf dem Weg durchs Haus haben wir halt diese Schaltzentrale. Und da sind uns bald die Augen aus dem Kopf gekommen. Also das war wirklich so, als hätte Herr Patzke und Herr Pofke irgendwie da noch gestanden und noch irgendwelche Dinger umgelegt, noch das letzte Telefonat geführt und dann sind sie gegangen. Und hier lagen noch so Kursbücher, alles Mögliche lag hier rum. Also war ein Zimmer, das war komplett rund. Ich weiß nicht, was das war, so mit ganz vielen komischen Geräten und Knöpfen. Das war offensichtlich auch schon lange nicht mehr benutzt worden. Da kam man sich vor wie in so einem Science-Fiction-Film aus dem Osten quasi. Wir kamen hier rein und es war einfach, das war klar, hier muss und zwar schnell was passieren, weil wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Und wir wollten das nun unbedingt hier machen. Passte das so gut in dieses Ding? Der Osten bricht zusammen, die Mauer geht auf, Berlin implodiert und explodiert und dann tanzen Leute in den alten Fabrikruinen und tanzen da irgendwie eine wilde Musik und feiern da wilde Partys. Irgendwie halt. So eine Musik, die kein Mensch versteht, weil es macht halt eigentlich nur Bum-Bum. Es war so ein wirkliches Freiheitsgefühl. Man hatte keine Gesetze. Niemand konnte dir sagen, was du nicht machen durftest. Später war das so synonym für die Berliner Clubkultur, dass praktisch in stillliegenden, brachliegenden Industrie Anlagen oder Fabriketagen, dass eben da praktisch die Berliner Subkultur erwachte. Die Musik wird zu einem Gemeinschaftsprojekt von Ost und West. Im Zentrum stehen die Orte, die Ruinen der Geschichte, gefüllt mit neuem Leben. Wir hätten nicht gewusst, wo wir die Partys anmelden sollen. Also das waren eigentlich größtenteils Sachen, die auf Gebieten waren, wo keiner wusste, wem die gehören. Auch wenn die DDR-Polizei gekommen sind. Die hatten keine Macht, da gab es keine Gesetze. Die Gesetze der DDR waren nicht mehr vorhanden. Die waren nur darum, irgendwelche Kriminalitäten zu bekämpfen. Aber so, wenn du eine illegale Party gemacht hast, da gab es keine Gesetz, was sagte, dass du das nicht machen durftest. Dann gab es auch noch die Waveline. Da hast du aber nur die Telefonnummer bekommen, wenn du jemanden kanntest, der jemanden kennt. Es war immer noch so geheim, nur da und da, Treffpunkt, aber es wusste keiner, wo es hingeht. Das war immer ein großes Geheimnis. Und auf einmal standst du irgendwo in, keine Ahnung, Brandenburg, in so einem Bunker. Komplett hergerichtet, wir haben uns immer gefragt, wie machen die das? Da alles hinzuschleppen. Wir sind dann mit Bussen hingefahren. Und auf einmal standen wir dann da im Bunker und da war nur noch Nebel und Strobo. Es war aufregend, war sehr aufregend. Keine Klos, keine Waschbecken, keine Spiegel. Das war richtig angenehm. Du musstest dich nicht auftopieren und aufhübschen. Ne? Du konntest so sein, wie du warst. Plötzlich kamen halt
der Bundesgrenzschutz, der da meinte so, ja Jungs, was macht ihr hier, das ist unser Bunker. Das wussten wir wiederum nicht. Und dann haben wir so ein gefaktes Papier gezeigt, so vom Senat, dass wir hier feiern dürfen und dann war die Sache okay. Also alle Orte, wo wir die Partys überhaupt grundsätzlich gemacht haben, waren immer mit diesem Gefühl begleitet, das kann gleich wieder vorbei sein. Das war aber auch die Stimmung der Zeit. Also man hat ja wirklich keine Ahnung gehabt, wie das überhaupt weitergehen wird mit Berlin. Es war alles möglich, es war wie im Wilden Westen. Ich freue mich, dass Matthias Pacerny jetzt bei uns ist, Musikwissenschaftler an der Berliner Universität der Künste. Herzlich willkommen. Hallo. Auch Techno-Fan, Sie haben sich viel mit dem Thema beschäftigt, wissenschaftlich, aber mögen es auch privat. Sie haben gerade in der Matz, haben die gerade gesagt, das war wie im Wilden Westen, aber es war ja meistens im Osten der Stadt. Der Wilde Osten, der auch schon viel zitiert, der Wilde Osten. Haben Sie da auch aufgelegt und war das eigentlich immer dann im Osten von Berlin? Genau, das verlagerte sich dann sehr schnell, als die Mauer aufging, hatte sich das sehr schnell in den Osten verlagert. Und sozusagen das Narrativ dazu war dann immer, weil da die Lagerhallen waren, ja, und die leerstehenden Gebäude und so. Mhm. Aber in Wirklichkeit waren das vor allen Dingen die Kids aus dem Osten sozusagen. Die haben eigentlich sozusagen, dadurch, dass das natürlich extrem neu für die war, haben die eine Energie da reingebracht und sozusagen ihr eigenes Gefühl für, ich bin jetzt befreit sozusagen und jetzt kommt eine neue tolle Zukunft. Mhm. Ja, diese Energie vom Publikum, die hat die Musik quasi aufgeladen mit ganz anderen Energien, als das vorher im UFO nur in West-Berlin war. Da ist ganz viel passiert in dieser Zeit. Das war wirklich so ein Boom, der dann so eine Welle, die losgerollt ist. War das in Deutschland Berlin oder wie hat sich das in Deutschland verbreitet, Herr Pacerny? Eigentlich ja erstmal überhaupt nicht. Also Berlin und Techno war eins von vielen Dingen. Es gab andere Zentren in Deutschland, die genauso wichtig waren. Frankfurt natürlich. Köln war auch ziemlich früh schon wichtig. Und man muss sowieso sagen, das Ganze ist eigentlich von Anfang auch international. Also in Belgien passiert viel zu der Zeit, in Großbritannien passiert viel, in den USA. Ich glaube, dass Berlin heute immer so hervorgehoben wird, ist eine wunderbare Geschichte. Die Mauer fällt und dann macht es Boom und dann gibt es ja diese riesen Techno-Szene in Berlin, die besetzt diesen freien Raum, die besetzt dieses Vakuum, was da entsteht. Man kann wobei, ich würde schon sagen, das Interessante ist genau richtig. Unheimlich viel dieser Musik, die damals lief, die kam aus Belgien, die kam aus Holland, aus England. Aber tatsächlich, ich habe ja damals auch an diesen anderen Orten gespielt. Der Scherz war tatsächlich, dass das in Berlin, obwohl die wenigste Musik wirklich aus Berlin war, aber da bekam die einen neuen Sinn. Und insofern ist das nicht als, Berlin ist da nicht die Gründungsstadt im Sinne von, dass die Musik daher kam, aber die Energie kam tatsächlich daher, das glaube ich auch. Ne? Durch den Mauerfall, wie Sie schon gesagt haben, weil einfach die Stimmung auch passte zu diesem neuen, zu dieser neuen Musik. So, auf jeden Fall kann man es so sehr, sehr gut auffassen oder sehr gut erzählen. Und es gab die Möglichkeiten, es gab die Räume dafür, es gab ja in den 80ern in West-Berlin sowieso schon eine sehr, sehr große kreative Szene, die sehr viel ausprobiert hat, Einstürzen, Neubauten, all diese Sachen. Und man muss auch sagen, dass diese Leute, diese Szene eigentlich die ganze Clubkultur dann auch zu großen Teilen damit aufgebaut hat. Und zum Teil sind es heute noch dieselben Leute, die in Berlin die Clubs betreiben, die damals in den 80ern schon angefangen haben. Also das ist ein relativ kleiner Kreis von Leuten, die das dann ziemlich schnell aufgezogen haben. Es war eine Bewegung mit irre vielen Fans, aber es gab bestimmt auch Gegner. Was haben die Gegner gesagt? Oh, die Gegner kamen, glaube ich, am Anfang von ziemlich vielen Seiten, oder? Also, ja. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage. Genau. Also es gab so die üblichen Moral Panics, wenn es eine neue Jugendmusikrichtung gab. Von wegen, die nehmen alle nur Drogen. Das ist ja, was vorhin schon das Thema war, das ist ja nur Krach, das ist überhaupt keine Musik. Ja. Was soll mit die Jugend, die arme Jugend, was soll mit der Jugend passieren? Das hat sich interessanterweise bei Techno ziemlich schnell beruhigt, weil die Love Parade zum Beispiel war immer total friedlich. Da ist nie was passiert, da gab es nie Zwischenfälle. Es wurde ziemlich schnell vereinnahmt ja sogar von der Politik. Ne? Ja und nein, also es gab... Ich muss fragen, die nehmen alle nur Drogen, war ein gutes Stichwort. War das so? Also bei einer Million Leute, bei der Love Parade, da gab es Leute, die Drogen genommen haben. Nee. Nein, spielte schon eine große Aber die Mehrheit Rolle, nicht, das kann, so kann man das sagen. Ja? Abgesehen und, von der Love Parade. Eine Million Leute so auf dem Weihnachtsmarkt nehmen die auch Drogen. Also ja. So, ne? Und wie gesagt, ich muss auch sagen, in DJ-Kreisen war das durchaus verbreitet. Ja? Hat sich allerdings geändert. Mittlerweile achtet nämlich die Jugendpolizei darauf, dass der DJ nicht zu betrunken ist oder irgendwas. Ne? Mhm. Wenn da schon zwei Getränke stehen, kann das schon im Internet böse Folgen haben. Aber damals gehörte es zusammen, so beschreiben Sie es auch in Ihrem genau. Buch. Genau, damals war so die Stimmung bei den Veranstaltern, auch beim Publikum, wenn der DJ nicht hinterher aus dem Laden rausgetragen werden muss, ist das keine gute Party gewesen. Ist aber völlig anders heute.
Sie waren eigentlich in Berlin, um zu studieren, und zwar katholische Theologie. Wie sind Sie, das müssen Sie kurz erklären. Okay, das muss ich jetzt aber auch zugeben, da war ich natürlich schon ein bisschen eine Karteileiche. Ich war da eingetragen und da dachte ich, ich habe immer schon so ein Faible für katholische Theologie, ne? Aber ich war da nicht wirklich. Philosophie und katholische Theologie. Mhm. Ich habe so meinen privaten Lehrstuhl für die Kunst des Mixens besucht, ne? Aber den konnte ich noch nicht, an der Uni gab es das nicht und deshalb habe ich das bei mir zu Hause gemacht, im Wohnzimmer. Die Love Parade haben wir schon angesprochen, an der kommt man nicht vorbei, wenn man über Techno spricht, weil mit diesem Techno-Boom kam auch die Love Parade, die Veranstaltung dieser Zeit. 1989 war das noch ein überschaubares Grüppchen, das bei der ersten Love Parade über den Berliner Kudamm tanzte. Das Motto damals: Friede, Freude, Eierkuchen. Und die politische Demonstration wuchs ständig. 1995 kommt eine 500.000 Raver nach Berlin. 1999 sind es schon 1,5 Millionen. 2007 wechselt die Love Parade dann ins Ruhrgebiet, zuerst nach Essen, dann nach Dortmund. Und hier gibt es einen neuen Rekord. 1,6 Millionen Menschen machen mit. Die Love Parade hat sich vom Underground zum Massenphänomen entwickelt. Ja, und 2010 nimmt die Love Parade dann in Duisburg ein trauriges Ende. Bei einer Massenpanik am Eingang zum Gelände sterben 21 Menschen und Hunderte werden verletzt. Herr Paterni, was hat die Love Parade für eine Bedeutung für die 90er Jahre? Also für die 90er eine riesige, auch so was die Geschichte der 90er angeht. Ich glaube für Techno dann, für die Weiterentwicklung von Techno gar nicht mal so eine große, weil dann das schnell ab Ende der 90er in die Clubs wandert und da ganz viele interessante Dinge passieren. Dann ab Ende der 90er ist die Love Parade eigentlich nicht mehr so wichtig für die Techno-Szene, würde ich sagen. Anfang und Mitte der 90er ist das unheimlich wichtig, weil das so diese Art von Jugendbewegung, das davon hatten wir es ja auch schon, die bringt das zum ersten Mal so richtig auf so eine große Bühne, weil wenn die Jugend irgendwo in den Clubs feiert, das nimmt man nicht so richtig wahr, aber wenn die auf die Straße gehen, dann in Massen und es werden immer mehr, dann ziehen die auch noch durch das wiedervereinigte Berlin, Siegessäule, man sieht die Bilder, Brandenburger Tor, das sind natürlich wunderbare Bilder auch für das wiedervereinigte Deutschland, wo man auch das wiedervereinigte Berlin auch mit inszenieren kann. Das hat sich, glaube ich, so richtig ins kollektive Gedächtnis, nicht nur der Techno-Szene, sondern von ganz Deutschland eingebrannt. Das wird immer wieder erzählt werden, diese Geschichte der Love Parade. Sie waren Anfang an dabei, ne? Ja, und also in meiner Erinnerung ist es ja schon so, dass unheimlich viele, also gerade auch in Berlin waren unheimlich viele Leute so, ach, die pinkeln alle in den Tiergarten oder so. Da gab es unheimlich viel so diese klassische, da brüten doch Drosseln und im Tiergarten, die darf man nicht stören und so. Aber also ich denke, dass die Love Rate, also jetzt für Techno, das sehe ich auch so, das hat natürlich jetzt nicht sozusagen in den späten 90er Jahren, hat es keinen zu avantgardistischer Musik mehr inspiriert. Aber natürlich hat es gesellschaftspolitisch meiner Meinung nach da wirklich ungeheuer ausgestrahlt. Und heute sagen die Leute immer, ja, auf der Fanmeile und so, da erfand sich ein neues Deutschland. Ich glaube, dass das auf der Love Rate passierte. Und dass das eigentlich sozusagen für die Neuerfindung Deutschlands, kann man sagen, hat Techno über die Love Parade unheimlich viel beigetragen. Mhm. Ne? Die erste war ja wirklich, da ist man wahrscheinlich noch mit Kassetten hingegangen, oder wie hat man da die Musik überhaupt gemacht? Bei der ersten, da gab es so drei, musste jeder drei Kassetten mischen, da gab es drei oder vier DJs, die jeweils drei Kassetten gemischt hatten, und dann hatte sich Dr. Motto so ausgedacht, die werden in den Wagen verteilt, und dann drückten wir alle gleichzeitig und dann laufen die drei Wagen gleichzeitig so. Genau. Es war dann nicht ganz Sync. Wie so großartig. Genau. Und wie haben die Leute geguckt? Das war neu. Genau. Das war das Tolle noch in dieser ganzen Kudamm-Zeit. Das ging dann auf der Straße 17. Juni leider so ein bisschen verloren. War diese Interaktion mit so normalen Berlin-Touristen und Leuten, die aus dem Fenster gucken und so. Das war natürlich schon auch toll. Und das war auch die Ursprungsidee, man geht eben raus und man schockiert andere Leute mit Techno. Das war eine Demo, ne? Das war eine Demo. Gegen was denn eigentlich? Das war eine Demo für Friede, Freude, Eierkuchen. Das musste immer richtig bei der Polizei mein politisches Motto hinterlegt werden. Und da wurde sich jedes Jahr auch was Neues ausgedacht. Ne? Politisches Thema. Jedes Jahr was Neues ausgedacht, jedes Jahr größer, und die Techno-Bewegung wurde damit zum Massenphänomen. Immer höher, schneller, weiter, und es geht um immer mehr Geld. Nicht zuletzt auch bei der von Westbam mit initiierten Techno-Großveranstaltung Mayday. Das fanden nicht alle in der Szene toll. Members of Mayday. You are the members of Mayday.
Enter the arena. Westbam und seine Mitstreiter von Low Spirit erkennen früh das Potenzial der neuen Jugendbewegung. Im Großraum Rave Mayday fusionieren Ideologie und Business. 1992 raven sich in der Eissporthalle Köln 15.000 zum Wahnsinn. Und vor der Halle nochmal doppelt so viele. Ich würde sagen, ein weiterer Schritt in Richtung die ravende Gesellschaft. Das haben wir vor. Demnächst wird die ganze Gesellschaft raven. Nicht nur die 25.000 hier, das ist noch immer ein kleiner Anfang. Demnächst wird es noch toller. Wo soll das denn stattfinden, wenn es noch toller wird? Weil die Kapazitäten hier sind ja begrenzt. Überall. Einfach im Supermarkt, auf dem Parkplatz, im Museum, wo du willst. Also im Kanzler, Bungalow, überall. Mayday, Mayday. Die Raving Society wird von Beobachtern verurteilt. Für ihre Jünger wirkt sie identitätsstiftend. Westbam liefert den Soundtrack zur Zeit des ungezügelten Hedonismus. Unter dem Projektnamen Members of Mayday bekommt jede Mayday eine eigene Hymne. 18 davon landen in den deutschen Charts. In Music and Dance. I express myself as a member of a higher community. Ich habe mein ganzes Leben solche Hymnen gesucht. Eine Hymne ist für mich etwas, was versucht, die Leute zu synchronisieren auf das Gefühl einer Zeit, über die man sich zusammen connectet und die einen besonderen Moment festhält. Für Westbam und Co. gibt es nur eine Richtung. Höher, schneller, weiter. Kritiker sehen vor allem den kommerziellen Impuls und werfen ihnen Ausverkauf vor. Die Underground-Szene in Clubs wie dem international renommierten Tresor grenzt sich ab. Wie fanden Sie das, dass die Puristen sich abgegrenzt haben? Richtig. Ne, weil das macht ja auch den Spaß. Also man sagt ja immer, Musik bringt Leute zusammen, aber das Schöne an Musik ist auch, dass Leute sich auseinander dividieren, dass jemand sagt, das ist meine Musik und eure Musik ist Mist, aber meine Musik ist die beste. So, das macht ja irgendwie, das bringt Spaß. Ja irgendwo Freude an der am Aufruhr. Ja, ja, genau. Und also ich kann sagen, mir hat das große Freude bereitet damals. Ich habe das schon auch so als eine Bestätigung gesehen, dass mein Traum, den ich in den frühen 80er hatte, dass mal die Leute, den DJs hinterher tanzen, dass das da wahr geworden ist. Mhm. Ja. Und ja, ich habe mich auch nicht geärgert, dass wir da ein warmer Regen auf uns niederkam. Aber mir das nur gerade vorzuwerfen, finde ich lustig, weil wir waren ja so ziemlich die Einzigen, die das da zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre gemacht hatten. Ja. Und dass du irgendwas 10 Jahre machst, wo das eben nicht so ist. Oder wo am Anfang auch kein Mensch weiß und wo keiner sagen kann, ob das jemals Erfolg haben wird und du das trotzdem machst. Ja. Da finde ich sozusagen den Vorwurf ein bisschen aus der Luft gegangen. Nee, ich finde, Erfolg kann man jemandem nicht vorwerfen. Ja. Das ist ja einfach eine Tatsache gewesen. Und damit hat sich's ja einfach verändert. Ne? Kommerzialisierung, Herr Pacciani, woran macht man das eigentlich fest? Ich würde einmal noch kurz darauf zurückkommen. Ich glaube, ein Riesenproblem war halt auch, bisher war man es gewohnt, wenn eine neue Musikrichtung kam, Punk, was davor war, musste immer dagegen sein, gegen irgendwas, gegen die Gesellschaft, musste auch gegen Kommerzialisierung sein. Und Techno, gerade in Deutschland, war so die erste, die das quasi mit offenen Armen so, ja, wir haben überhaupt kein Problem damit, wir wollen immer größer, wir wollen immer kommerziell. Wollen einfach nur Spaß. Zumindest ein bestimmtes Lager in dem Bereich hat das gemacht. Das war neu, das hat so gerade die sogenannte Pop-Linke sehr, sehr erzürnt, so die ganze Idee von Popkultur verraten, Popkultur als so per se dissidente, widerständige Musik, das funktionierte mit Techno auf einmal nicht mehr. Da fliegt das ganze, die ganze Pop-Idee in die Ohren. Wobei, also andererseits will ich schon sagen, also selbst sowas, was jetzt für den Pop steht, wie unsere Idee ravende Gesellschaft, das hat damals schon auch sozusagen die Leute ganz schön erschreckt. Und ich hatte auch großen Spaß an dieser ganzen Irritation. Ne? Damals war das wirklich für einen Moment so, dass alle Sänger, die damals eine Sängerkarriere dachten, ich kann jetzt nur noch mit Mickey Maus Stimme singen, wie auf diesen Rave-Platten. Oder alle Konzertveranstaltungen. Da dachten, oh Gott, Rock am Ring, vielleicht kommen wir damit gar nicht mehr, wir müssen jetzt Raves machen, oh Gott. Dann kam's gut, und so, ne? Genau. Und das fand ich, das waren großartige Irritationsmomente einfach. Und über den ganzen Erfolg fand ich gerade diese Irritationsmomente, dass plötzlich Spiegel TV hinter mir herlief und sagte, Herr Lenz,
soll wirklich auch Helmut Kohl raven. Ja? Und ich so, ja klar, natürlich soll Helmut Kohl auch raven. Das fand ich toll, das war doch schön. Wo ist denn das? Ja, genau, die Gutenbergs haben sich auf der Love Parade kennengelernt. Wo ist denn das Problem bei der Kommerzialisierung? Man befürchtet ja einfach den kreativen Stillstand, war das so? Nee, das würde ich sagen, auf keinen Fall. Ich glaube, ein Problem damals war wirklich, diese Idee Pop darf nicht und so. Und genau. Immer wenn es kommerziell wird, verrät es die Idee. Das war dann aber ziemlich schnell obsolet. Ich glaube, heute ist eher... Also man muss eben, darf ich auch kurz eine Sache sagen, weil diese Kritik ist ja der Ausverkauf, danach ist ja immer Schluss. Ja? Wenn ich mir jetzt gerade Berlin angucke, wo das quasi auch dann der sogenannte Ausverkauf herkam. Das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Sozusagen nirgendwo blüht auch eine Subkultur mehr als dort. Ja. Die Kommerzialisierung hat es nicht zerstört? Also, würde ich auch sagen, wir schauen uns einfach mal Detroit an, wo die Puristen immer unter sich blieben. Ja? Da gibt es heute aber keine Szene mehr, weil die alle in Berlin leben. Ja? Und woran liegt das? Sozusagen, da finde ich, muss die Popkultur oder die Poptheorie das auch mal die Schrauben nachstellen und das wirklich verifizieren. Die Kommerzialisierung war nicht das Problem für die Technik. Nee, ich würde eh nicht sagen Problem. Ich hab das Gefühl, heute hat es sich total professionalisiert. Also was dann ja auch total interessant ist, passiert in Berlin zum Beispiel, gibt es Software-Schmieden, die dann sowas, Ableton gründet sich, eine große Firma für Software, heute international die erfolgreichste Firma für Software, die im Bereich von Electronic Dance Music verwendet wird. Mhm. Das macht Berlin eben auch so interessant. Sehr, sehr einflussreich, sehr, sehr innovativ. Kann man natürlich auch dann wieder kritisieren, weil jetzt alle damit arbeiten. Man kann sich quasi Presets im Internet runterladen, die vor einem voreinstellen, was man machen muss. Dann läuft das völlig automatisiert. Mhm. Kann man auch kritisch sehen. Aber da gibt es natürlich auch immer noch Möglichkeiten, kreativ zu sehen, zu sein. Ist auf jeden Fall eine beeindruckende Entwicklung, die der Techno genommen hat. Die Frage ist, wie und wo findet er heute statt? Damit machen wir jetzt weiter und stellen Ihnen Felix Nisblé vor, der wie Westbam aus Münster stammt, sich DJ Blind nennt und am Institut für Populäre Musik an der Folkwang-Universität der Künste studiert. Tagelang hat Felix Nisblé bereits an diesem Techno-Track geschraubt. Dieser monotone, fast schon hypnotische Charakter von Techno, das ist es, was Felix so daran gefällt. Er mag es aber auch, wenn seine Tracks Brüche haben. Bei diesem Stück fehlt ihm aber noch was. Im Prinzip suche ich gerade noch einen Percussion-Sound raus, weil bei der Percussion-Spur bei der Drums ist mir das alles noch so ein bisschen zu wenig gewesen. Und ich dachte, so ein Ride-Becken könnte ganz gut reinpassen. Felix nimmt die neue Spur auf. Er merkt kaum, wie die Stunden vergehen. Den Studiengang Populäre Musik an der Folkwang-Universität der Künste gibt es erst seit 2014. Felix gehört zu den ersten Studenten. Er hat sich auf Techno spezialisiert. Mit dem Studium in Bochum geht für ihn ein Traum in Erfüllung. Ich habe halt Musik immer eher nebenbei gemacht und nebenbei gearbeitet oder andere Sachen studiert. Und jetzt, seitdem ich hier angefangen habe, ist es wirklich ins Zentrum meines Lebens gerückt und das Institut bietet quasi so eine Art Schutzraum, dass man hier wirklich, wirklich mal abgeschlossen an seinen Sachen arbeiten kann und gucken kann, wie weit man dann damit kommt. Für diesen Nachmittag hat sich Felix mit dem künstlerischen Leiter des Instituts, Hans Nieswand, verabredet. Ach, moin. Felix, ne? Hi. Hans Nieswand weiß, wie die Musik funktioniert und kann jede Menge Tipps geben. Denn er ist, wie fast alle Dozenten hier, aus der Praxis. Er ist DJ, Produzent, Autor und Techno-Fan. Bei Techno, so in der Form, wie Felix das zum Beispiel betreibt, wird alles in Personalunion gemacht. Und wir können ihm da unter anderem deswegen helfen, weil wir sozusagen für jeden Schritt des Produktions oder des Prozesses Fachleute haben. Es gibt sozusagen vom Sounddesign angefangen bis zum Vertragsentwurf, wenn das Ding verkauft werden soll am Ende. Am Nachmittag trifft Felix einige seiner Kommilitonen eine Etage höher. Die Runde ist international. Felix hat im Oktober bereits im Rahmen einer Projektarbeit eine Techno-Platte herausgebracht und dafür ein eigenes Label gegründet. Jeder hier hat seine eigene Richtung. Ob Rock oder Pop, sie inspirieren sich gegenseitig. Ich habe auch mit Felix zusammen Musik gemacht und eben mit der klassischen Pianistin, mit Elif zusammen. Und ich komme eben aus der Akustik auch und plötzlich tut sich dieses ganz neue Universum von Klängen und Geräuschen und Sounds auf. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was irgendwie gefehlt hat. Am Abend geht es noch in die Vorlesung.
die ist, im Gegensatz zu den Seminaren, auch für Leute von außerhalb der Hochschule offen. Techno- und Hausproduzent Justus Köhnke ist heute zu Gast, um über die Pioniere der elektronischen Musikproduktion zu erzählen. Doch das Studium endet für Felix nicht, wenn er das Institut verlässt. Er ist nämlich gleichzeitig auch DJ. Immer wieder legt Felix nachts auf, zum Beispiel im Club Der Stur in Münster. Und hier kann Felix dann testen, wie seine Projektarbeit ankommt. Das ist natürlich spannend, weil hier zeigt natürlich, ob es wirklich funktioniert, was ich gemacht habe oder nicht. Aber sehr spannend. Immer mehr Leute strömen auf die Tanzfläche. Sein Track kommt an. Und Felix' nächste Platte an der Uni ist schon in Arbeit. Techno heute an der Uni. Ja. Das ist doch eigentlich ein Ritterschlag, oder? Die jungen Leute spielen Vinyl, aber ne, das finde ich auch gut. Ja. So. Welche Rolle spielt Techno heute? Ich sage immer, Techno ist mittlerweile so in die Gesellschaft aufgesogen, dass es keine Flecken mehr macht. Deshalb fällt es manchen Leuten auch nicht mehr auf und sie sagen, Techno gibt es gar nicht mehr, weil es überall ist. So. Das also, ne, in jeder Reklame, in jedem Club, jedem Lied Auto, liegt ganz irgendwo, vielen liegt es unten drunter. Auch in der Popmusik gibt es da überall Reminiszenzen und so. Das ist flächendeckend eigentlich. Macht dir das zufrieden? Ach Gott, ich sage ja, ja und nein so. Ne? Das ist ja immer so, ne? So. In gewisser Weise freut man sich über Sachen, dann sagt man auch wieder, ach, der Traum meines Lebens ist zum Albtraum geworden. Das gibt es auch so. Ne? Man findet ja nicht immer alles toll. Wie ne? wichtig ist Ihnen denn Wandel? So. Auf Ihrem neuen Album haben Sie ja mit Iggy Pop musiziert, mit Inga Humpe. Genau. Wie? Ja, Inga kenne ich allerdings auch schon seit den 80ern. So, von daher ist es vielleicht gar nicht so neu. Für mich so, aber das war für mich dann irgendwo, da kann man auch sagen, naja, wir drehen uns im Kreis, weil DJ-Musik am Anfang hat versucht, aus Songmusik Trackmusik zu machen, also von den Songs wegzukommen und daraus irgendwie eine neue Tanzmusik. Und jetzt habe ich irgendwann wieder angefangen, aus der Trackmusik Songs zu machen. Ja? Aber es war ja, das ist Dialektik. Wahrscheinlich. Sie haben im Wintersemester 14/15 eine Ringvorlesung zum Thema Techno gegeben. Wie kam es denn dazu? Ringvorlesung und danach noch eine Tagung, genau. Also mir ist es ja aufgefallen, dass so wahnsinnig viel seit ein paar Jahren über Techno geschrieben wird, auch dass viele Dokumentarfilme rauskamen. Ich nenne das so den Techno-Memory-Boom. Und dass das auch so eng verknüpft wird mit der Geschichte von Deutschland und vor allem mit der Geschichte nach der Wiedervereinigung Berliner Republik, Sound der Wende, Techno. Mhm. Oder auch die Idee, so dann hat Deutschland hat sein schlechtes Image abgetanzt, sich locker gemacht, endlich mal. Und Techno hat uns auch gerettet von unserer Vergangenheitsbesessenheit, von dieser ganzen Vergangenheitsbewältigung, die ja so schwer war. Das fand ich total interessant, wie denn das funktionieren soll, was da so an Narrativen unterwegs ist. Das war dann die Idee, das mal in einer Ringvorlesung zu thematisieren und dann natürlich auch, wie man überhaupt über Techno Wissenschaft betreiben kann. Da gibt es ja auch, Kritik von allen Seiten. Eben, Leute, geht auf die Tanzfläche, tanzt, was soll denn diese blöde Wissenschaft und so. Ist aber Quatsch, finde ich. Also warum kann man nicht was gut finden und gleichzeitig darüber reflektieren? Ich glaube, Westman gibt mir da recht. Absolut. Oder? Macht mehr Spaß. Genau, macht ein bisschen drüber nachdenken. Also die Bedeutung für die Gesellschaft ist nicht wegzureden. Das war wirklich was uns alle beeinflusst hat, egal ob es uns im Einzelnen gefallen hat oder nicht. Auf jeden Fall ist es. Nee, eben das ist sozusagen das, was wichtig ist, es ist dann keine Geschmackssache. Man kann sagen, ich mag das nicht, aber man kann nicht sagen, das hat nichts mit unserer Zeit zu tun. Ne? Mhm. Also es hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun, ob man es dann mag oder nicht. Man mag ja vielleicht auch die Zeit nicht. Und Techno ist wirklich heute in den verschiedensten Gewändern zu finden. Wir haben noch einen Film für Sie, Techno Goes Classic. Techno auf klassischen Instrumenten, ohne Elektronik. Bitte schön. Techno. Techno elektrisiert die Massen, aber auch Klassikliebhaber. Gregor Schwellenbach hat den Schritt gewagt und Techno-Tracks übersetzt. Er mag diese Art der elektronischen Musik. Und Musik, die er mag, möchte er immer gerne verstehen. Deshalb habe ich die Stücke analysiert und versucht herauszufinden, was die Wirkung ausmacht. Und dann hat mich interessiert, wenn die Hauptwirkung wegfällt, also der elektronische Klang fällt weg, die hundertprozentige maschinelle Präzision fällt weg, ob dann noch ein musikalisch interessanter Kern übrig bleibt. Diesen interessanten Kern hat Gregor Schwellenbach in einigen Techno-Stücken entdeckt. Er hat sie in Noten niedergeschrieben und neu arrangiert. Heute steht ein Konzert in der Philharmonie Essen an.
mit dem Komponisten am Klavier, einem Streichquartett und Percussion. Soundcheck. Kannst du noch einmal gerade auf die Trommel hauen? Die letzten Vorbereitungen laufen. Und Gregor Schwellenbach gibt uns schon einmal einen kleinen Vorgeschmack. Das ist das Original. Übrig bleibt die Melodie. Und aus der Melodie kann man auch was machen. Und in dem Fall habe ich gedacht, da habe ich jetzt was, einen Kern, aus dem ich ein Stück entwickeln kann für Klavier oder für Klavier und Streicher. Mittlerweile sind Gregor Schwellenbach und seine Musiker aufeinander eingespielt. Sie haben die Tracks auch bereits im Studio aufgenommen. Doch am Anfang war Techno für sie komplettes Neuland. Bei mir gab es keine Berührungsängste. Ich war nie so ein Fan von Techno-Musik, aber durch dieses Projekt bin ich ein bisschen näher gekommen. Ich meine, im Grunde ist, weiß ich nicht, diese Achtelrepetitionen in Mozart-Quartetten oder Haydn-Quartetten sind ja ganz nah dran an sowas. Die werden zwar nicht so maschinell gespielt, aber die dürfen eigentlich auch nicht zu sehr rumeiern. Dann wird es für alle anderen auch schwierig. Dann startet das Konzert. Techno-Sound auf traditionellen Instrumenten. Bei einigen Arrangements ist der Techno-Beat gut zu erkennen. Bei anderen fällt es schon schwerer. Das Original, das hier als Vorlage gedient hat, klingt nämlich so. Also ich habe mich schon bemüht, Musik zu machen, die man auch ohne Kenntnis der Originale gut finden kann. So, die auch, die man zum ersten Mal hören kann und dann irgendwie mag. Und auf einer anderen Ebene ist es für die Leute, die die Originale kennen, nochmal den Reiz, die Originale wieder zu entdecken. Und das ist teilweise tatsächlich wie ein Ratspiel. Die Zuschauer in der Philharmonie Essen lassen sich auf den Versuch ein. Eigentlich bin ich gar kein Techno-Fan, aber dadurch, dass das klassische Instrumente waren, kam ganz anderer Parameter raus wie Harmonik oder Dynamik. Deswegen fand ich es total geil. Hat mir richtig gut gefallen, war total schön und sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Fantastisch, eine gute Gelegenheit, junge Menschen für das Spektrum von Klassik zu begeistern. Atemberaubend, klasse. Und Gregor Schwellenbach wird auch weiterhin Techno-Stücke auf seine Art interpretieren. Immer dann, wenn ihm ein Track ganz besonders gut gefällt. Herr Westbam, wie finden Sie das? Ja, wunderbar. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen wenig gehört. Nee, ich meine aber nur so die Idee, dass man das aufs Klassische übersetzt. Ja, wobei, also sozusagen, so erstmal kenne ich das so, man sagt immer, ich nehme Techno und Death Metal, Techno und Classic, Techno und Jazz. Irgendwo so. Ja, das sagt mir erstmal noch nicht viel. Da müsste ich jetzt noch mal rein. Die Qualität denn dann, ist die nächste Frage. Genau, wie es dann gemacht ist. Ist das der Beweis, dass Techno in der Gesellschaft angekommen ist? Das jetzt, ich weiß nicht, also ich würde dann eher mir mal Berlin angucken, wo wirklich inzwischen ein riesiger Wirtschaftszweig auch von Techno lebt. Also wo wirklich zigtausend auch jedes Wochenende nach Berlin reisen, nur um feiern zu gehen. Also das ist schon ziemlich groß geworden. In den USA gibt es auch gerade wieder einen Riesenboom, einen EDM-Boom, wo das Stadion füllt wieder. Also es gibt auch immer so Wellenbewegungen. In den USA heißt Techno EDM, Electronic Dance Music. Ne? Genau. Die sagen gar nicht Techno. Ja. Riesenerfolg auch für Sie nach wie vor. Sie treten auf der ganzen Welt auf vor Tausenden von Leuten. Wie geht das weiter? Können DJs überhaupt in Rente gehen? Ja gut, da bin ich noch in der ersten Generation, aber sozusagen mit den Hip-Hop-DJs sind die schon ein bisschen älter. Die gibt es teilweise auch noch. Mein großes DJ-Vorbild Afrika Bambaataa legt noch auf, ist noch ein paar Jahre älter als ich. Ja? Ich meinte auch gar nicht, dass Sie das müssen. Genau, ich meine nur, wie sieht das in 50 Jahren aus? Genau. Was ist der Techno also, dann? Also wie dann die Beats aussehen oder so, da finde ich, kann man, ist müßig drüber zu spekulieren. Aber eins weiß ich, auch in 50 Jahren, wenn die Kultur noch so im weitesten Sinne existiert, dann wird es einen Typen geben, der wird die Musik am Samstagabend auswählen und Leute werden kommen und dazu tanzen. Das wird so sein. Wie sehen Sie die Zukunft des Techno, Herr Bajani? Auch so nicht mehr so aufgeregt wie in den 90ern oder auch in den Nullerjahren noch, sondern wirklich als eine Möglichkeit von vielen.
Und ansonsten finde ich auch schwierig zu spekulieren, also was an technischen Neuerungen noch kommt. Wer weiß, vielleicht kann man dann mit ganz einfachen Mitteln zu Hause DJ, also Discos und diese ganzen Settings simulieren. Keine Ahnung, also da ist viel denkbar. Viel Interessantes zum Thema Techno auch auf unserer Internetseite. Viele Infos und eine schöne Bildergalerie, fotografiert von einem jungen Techno-Fan, der auf Veranstaltungen auf der ganzen Welt unterwegs war und immer ausgelöst hat. Durchaus künstlerisch wertvoll, wie ich finde. Klicken Sie rein unter planet-wissen.de. Was halten Sie eigentlich davon, wenn heute jeder mittelmäßig oder gar nicht Begabte an seinem Laptop Musikmix machen kann? Das mit ist ja wirklich ungeheuerlich. Nein, ich finde es gut. Das sollte verboten werden. Nein, das ist, ich finde es gut. Also ich bin da durchaus aus dieser Ideologie, jeder Mensch ist ja ein Künstler. Ja? Und ich finde es toll. Am besten ist noch, wenn was Tolles rauskommt. Ne? Das ist jetzt auch nicht garantiert mit dem Versprechen, jeder Mensch ist ein Künstler. Heißt es, wie Boy schon ganz richtig gesagt hat, heißt es jetzt nicht, dass jeder ein toller Zeichner ist oder so. Das ist nicht jeder ein toller DJ, weil das einfach ist. Aber wenn viele Leute das ausprobieren, können unheimlich viele Leute, die es vielleicht ihre Talente früher nicht entdeckt hätten, sie entdecken. Das ist ja eine schöne Sache. Und dass andere Leute, die dann vielleicht nicht das Talent haben, aber auch einen Moment damit Spaß haben, ist doch auch gut. So, ne? Also das finde ich gut. Ganz, ganz liberales Denken. Ich danke ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Natürlich, ich weiß, wir haben versprochen, zum Abschied gibt es nochmal DJ Westbam live bei Planet Wissen, Herr Baczerny. Vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg und Spaß bei zukünftigen Techno-Vorlesungen. Ihnen auch herzlichen Dank und viel Erfolg. My pleasure. Wir treten zur Seite Ihre Bühne. Danke, tschüss. Bitte nicht.